Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, Live Let's Play von Oxygen Not Included. Wer es noch nicht kennen sollte, da es noch in der Early Access Phase ist, es ist, ja, ähnlich wie RimWorld aufgebaut, wenn das jemandem was sagt, nur ist es rein grafisch und auch von der Spieleumgebung her ein bisschen anders aufgebaut. Hat ein kleines bisschen was, wie man es vielleicht schon sehen kann, von einer Art Comic. Ich habe schon mal das ein oder andere Mal schon mal ein bisschen reingeschaut in das Spiel. Sieht auf jeden Fall ganz nice aus. Und für eine Early Access Phase geben sich die Jungs auf jeden Fall auch ordentlich Mühe. Wie man hier unten schon sehen kann, wird einem auch schön angezeigt, wann das nächste Update kommt. Man sieht zwar leider noch nicht, welches es jetzt hier genau ist, beziehungsweise welches dann genau kommt. Aber das letzte Update, beziehungsweise Upgrade, wenn man es so nennen will, ist das Automation Upgrade. Das heißt, die Automatismen oder automatisierte Produktion ist da neu mit eingebaut worden. Mit vielen neuen Forschungszweigen, die uns jede Menge neues Zeug freischalten. Und wir steigen einfach mal ein. Wir nehmen ein ganz normales Standardspiel. Jetzt wird einmal unsere Welt, die es ja eigentlich nicht ist. Das Ganze spielt auf einem Asteroiden, wo man gestrandet ist. Und wie es der Name schon sagt, Oxygen Not Included heißt Sauerstoff halt nicht mit inbegriffen. Logischerweise im Weltraum auf einem Asteroiden gibt es da nicht so wirklich wahnsinnig viel von. Das ist dann auch mehr oder weniger unser, naja, sagen wir mal, primäres Ziel, erstmal genügend Sauerstoff, damit unsere drei Jungs und Mädels, die wir am Anfang hier haben, dass die auch überleben können. So, man bekommt am Anfang drei zufällig generierte Spielfiguren, beziehungsweise Arbeiter, in dem Falle nennen sie sich hier Duplikanten, die alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Es gibt insgesamt 5 und 5 sind 10, was die Jungs können oder auch nicht können. In dem Fall kann der zum Beispiel schlecht die Athletik mit minus 5, das heißt, wie es hier schon schön erklärt wird, minus 50% Bewegungsgeschwindigkeit. Dafür kann der wunderbar graben und hat da 100% Abbaugeschwindigkeit. Und so weiter ist es dann halt bei den anderen hier mit dem Bauen, die Baugeschwindigkeit. Immunität ist für Krankheiten. Kreativität ist für die Dekoration. Medizin ist auch klar. Basteln ist die Bedienung von einzelnen Geräten zum Beispiel. Graben hatten wir. Kochen ist klar, der hat 20% Kochgeschwindigkeit. Lernen ist für unsere Forschung und Stärke für das Tragen von Gegenständen. Dann hat dann doch jeder seine eigene Fähigkeit bzw. Eigenschaft. Der hat zum Beispiel plus 2 auf alle Fähigkeiten am Morgen und am Abend ist der Boni weg. So, minus 5% Athletik. Ist klar, haben wir oben schon drin stehen. Dekorationswartung minus 20, weil er unkreativ ist und verweigert die Arbeit Kunst. Mundatmer, der verbraucht mehr Sauerstoff. Keimresistent, stärkeres Immunsystem. Und narkoleptisch, das heißt, der schläft einfach mal zwischendurch ein. Wobei wir mit plus 7 lernen, ist natürlich, ist schon mal eine Aussage. Der hier hat zum Beispiel die Stufe 4 im Bergbau, der die 2 in der Architektur und ist schon 7 in der Wissenschaft. Das ist schon nicht schlecht.
Ich denke mal, wir lassen es einfach mal so, wie es jetzt hier steht. Wir bekommen in bestimmten Zyklen, bekommen wir immer wieder neue Duplikanten, die wir auswählen können. Benenne deine Kolonie. Perfect Timeline. Lassen wir mal so stehen und gehen direkt rein. Zack. Und da haben wir sie. Alarm! Deine Mannschaft ist nun auf einen entfernten Asteroiden aufgewacht. Seltsamerweise können sie sich natürlich nicht erinnern, wie sie hergekommen sind. Sie müssen überleben, um Antworten zu finden. Logischerweise auf einem Asteroiden. So, was wir hier sehen, ist das, was wir erstmal auch nur sehen können. Wie groß das Ganze im Endeffekt wird, kann ich noch gar nicht sagen. Auf jeden Fall geht da einiges. So, wir brauchen als erstes natürlich erstmal Platz. Also graben wir erstmal. Halt, das obere brauchen wir nicht. So, und wir haben auch nur im Moment Essbares und haben sonst keinerlei Rohstoffe oder sonstiges. Das kommt jetzt in dem Falle, wenn die Jungs das abbauen, sieht man es hier, Rohmaterial. Da steigt es. Und auch erst dann, wie man hier unten so schön sehen kann, wenn Rohmaterial abgebaut wird, kann man auch entsprechend verschiedene Sachen hier bauen. So, da flieht jemand, weil da was ist. Nämlich so ein kleines Viech und da er hier ein bisschen der Schisshase ist. So, zack. Da ist er platt. So, wie man hier schon sieht, der ist extrem schnell unterwegs. Dann ziehen wir hier direkt schon mal einen neuen Boden rein. So, hier hinten haben wir Wasser. Was erstmal schon mal super ist, weil wir das auf jeden Fall brauchen. Nur ist das leider schlecht, dass das schon direkt quasi auf unserer Ebene hier ist. Wo haben wir denn noch Wasser? Da oben haben wir Wasser und da drüben haben wir Wasser. Dann lassen wir das nämlich erstmal nicht links liegen, sondern rechts liegen. Und gehen dann nämlich gleich erstmal. Wir brechen den mal ab. Und können dafür dann mit der Leiter runtergehen. So, 2, 3, 4. Wir haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5. Zack. So, da würde ich sagen, gehen wir mal nicht so weit, weil das Wasser kann auch nicht durch die Wände, aber durchs Gestein kann das Wasser tatsächlich durchkommen. Ist natürlich die große Frage, wenn wir das hier durchmachen, ob das Wasser dann, es sollte eigentlich nicht drüber gehen, aber sollte, hätte und müsste. Wir probieren es einfach mal. Wenn es drüber kommt, müssen wir noch eine Lage oben drauflegen, dann ist das so. So, hiermit mit dem Overlay können wir uns den Sauerstoff anschauen. Wie man sieht, rot ist nicht atembar. Sieht man auch wunderbar an den Jungs, die hier dicke Backen machen. Wenn die keinen Sauerstoff haben oder wenig Sauerstoff haben, dann fangen die nämlich auch ganz schnell an, richtig schwer zu pumpen. Deshalb machen wir hier schon mal direkt. So, was wir jetzt gemacht haben, ist hier ein Hamsterrad. Erzeugt in dem Fall Energie und eine Batterie bzw. Batterien, um die entsprechende Energie, die wir produzieren, natürlich auch
speichern zu können. So, jetzt bauen die Jungs natürlich erstmal den Strom auf. So, ein Algengenerator. Damit produzieren wir nämlich den Sauerstoff. Wie es hier steht, wandelt Algen in Sauerstoff um. Dafür brauchen wir natürlich aber auch Algen. Ist in diesem Falle dieses grüne Zeug hier. Das sind alles Algen. Deshalb bauen wir das jetzt hier erstmal ab. Und gehen auch gleich erstmal nach unten, weil wir hier ein relativ großes Algenvorkommen haben. Was dann nämlich hinterher immer schwerer wird. Und wenn ich das richtig im Forschungsbaum gesehen habe, kann man auch später entsprechend Algen selber synthetisieren. Ja, die haben, oder da sieht man zum Beispiel direkt das Warnzeichen so, Moment, da sind keine Algen. Da kann gerade nichts gemacht werden. So, jetzt haben wir auch schon die Forschung fertig. Damit geht es nämlich direkt weiter. So, halt. Wo wollen wir denn jetzt hier hin? So, ganz normal mit dem Scrollen. Weil da ist die Algendestille. Die verarbeitet Schleim. Jetzt ist die große Frage. Da ist Schleim. Das ist Schleim. Aber hier unten auch jede Menge davon. Da haben wir Dünger. Es gibt mit Sicherheit, gibt es auch irgendwo irgendwas, was Schleim herstellt zum Beispiel. Oder was aus gewissen Sachen dann entsprechend Schleim macht. Der macht aus oder macht mit Sand aus verschmutzten Wasser filtert der, beziehungsweise der filtert verschmutztes Wasser mit Sand zu sauberen Sand, hinterlässt aber dann verschmutzte Erde. Ist natürlich auch gut. Der macht aus dem einen, macht er das andere. So. Ich würde sagen, wir brauchen auf jeden Fall den Komposter, damit unsere Jungs nachher auch aufs Klo gehen können. So, die Pumpe ist auf jeden Fall schon verfügbar. Jetzt müssen wir nur gucken, dass das da jetzt gleich nicht hochkommt. Das scheint aber wunderbar zu funktionieren. So, kriegen wir den einen da oben noch weg. So, und dann bauen wir da nämlich die Handpumpe rein. Ja, hier unten ist immer noch schlechter Sauerstoff. Dann gucken wir mal, dass wir hier noch einen Algengenerator rein. So, da können wir schön hinter der Leiter hochgehen. Dann hängt das alles nicht so in der Luft. Das passt auch schön wunderbar bis fast komplett runter. Was haben wir hier? Zu wenig Ressourcen. Kupfer. Dann müssen wir nämlich da schon... Dann gehen wir hier einfach hoch. So, bis dahin. Das ziehen wir darüber. Das ziehen wir darüber. Dann erhöhen wir die Priorität. Und geben da schon mal Gas. Weil logischerweise für jedes Bauteil braucht man unterschiedliche Ressourcen. In dem Fall haben wir hier Kupfererz.
was auch das hier sein sollte. Und das sollte uns dann ermöglichen, dass wir entsprechend die Leitungen, beziehungsweise, ja doch, die Leitungen fertig bauen können. So, das war schon unser erster Tag, beziehungsweise unser erster Zyklus, so wie es nennt, oder wie es nennt. Ich glaube, heute ist nicht mein Tag. Das heißt nicht Tage, sondern in dem Falle sind es Zyklen. Wir beschleunigen das Ganze mal, weil ob wir das jetzt unbedingt sehen wollen oder ausgiebig sehen wollen, wie die Jungs schlafen, wage ich jetzt einfach mal zu bezweifeln. Deshalb machen wir hier mal Vollgas. So. Zweiter Tag. Beziehungsweise zweiter Zyklus. So, wie wir sehen hier, der Kollege braucht schon was fürs stille Örtchen. So, und da wir aber leider nur oder immer noch nur zu dritt sind, geht das Ganze natürlich ein wenig schleppend voran. So, wir sehen irgendwo da. Nächster Duplikant in 1,5 Zyklen. Dann kriegen wir den nächsten Duplikanten. Und dann geht das Ganze auch wieder ein wenig schneller voran. So, man sollte eigentlich nie zu viel bauen, beziehungsweise in Auftrag geben. Nur die Jungs müssen halt ein bisschen Gas geben. Wir priorisieren jetzt einfach mal dieses Teil hier, damit wir eine Toilette bauen können. Und was wir auch noch dringend brauchen, ist unser Mikrobenmatscher, der Nahrung mit niedriger Qualität herstellt. Aber wir brauchen erstmal irgendeine Nahrung. Und aus dem Grund müssen wir natürlich dann entsprechend auch das habe ich da oben schon auf 9. So, da sehen wir auch eine besondere Sache. Hier ist so ein Schleim, der jetzt hier rumgekommen ist. Der tropft hier so munterfröhlich runter. So, dann machen wir euch mal hier ein bisschen niedriger in der Priorisierung. Und dafür machen wir hier mal das Schleimzeug hier weg. Weil das macht die Jungs nämlich auf Dauer krank. Da haben wir nämlich auch verschmutztes Wasser, was sie hier so in so schönen Fläschchen rumstehen haben. Haben wir hier irgendwo, da haben wir zum Beispiel verschmutztes Wasser. Das heißt, wir können dann hinterher diese Fläschchen, können wir mit Hilfe von dem Flaschenentleerer, können wir diese Flaschen dann, wo das gesammelt wird, können wir dann wieder entleeren. Was dann zusätzlich hier reingeschmissen wird. Verschmutzter Sauerstoff. Aha. Was ist das denn für ein Schleim? Blub. Okay, was ich noch nicht rausgefunden habe, ist, ob es in irgendeiner Art und Weise noch bessere Waffen oder sonstiges gibt. So, wir machen da mal ein Türchen. Dann noch ein Türchen. Damit die Jungs nicht in dem stinkenden Dunst von der Toilette rumrennen. So, und irgendwo
haben wir noch nicht erforscht. So, da ist der Kompost, der gerade in der Entwicklung ist, beziehungsweise in dem Falle nicht in der Entwicklung, weil... Ach, dahinter versteckt er sich. Ich wollte gerade sagen, alle drei da am Rumwerkeln sind. Sauerstofftechnisch sieht das auf jeden Fall jetzt erstmal wieder super aus. Hier oben kommen wir immer so kleine Infos. Wir haben 102,9 Kilogramm Sauerstoff produziert, würden aber 146,4 brauchen, um alle 100% zu versorgen, was in dem Fall aber nicht so schlimm ist. Aber man sieht hier schon, die Jungs machen schon wieder dicke Backen. Ne, da sieht man es. Das Ganze passiert aus dem einfachen Grund, weil hier diese Trennwand drin ist. Wenn ich diese Trennwand da nicht drin habe, ist alles in Ordnung. Das heißt, ich werde hier noch einen Sauerstoffgenerator reinbauen müssen. Weil wir wollen ja da auf jeden Fall noch ein bisschen weitermachen. Was jetzt erstmal egal ist, aus dem einfachen Grund, hier hinten arbeitet jetzt erstmal keiner mehr. So, das Toilettenhäuschen ist klar. Dann ziehen wir erstmal gerade das Toilettenhäuschen hier hoch. Damit die Jungs aufs Klo gehen können. So, die Nahrung fällt zwar im Moment. Aber das sollte auf jeden Fall noch reichen. Beziehungsweise eigentlich dürfte das noch nichts ausmachen, weil das eigentlich noch gar nicht steht. Ist noch gar nicht fertig. Wer sich wundert, was das hier ist, das erzeugt Sauerstoff. Oxylit. Es ist hier in verschiedenen Mengen. Sollte es eigentlich da sein. Da ist zum Beispiel auch noch ein bisschen was. Das ist wie so eine Art künstlicher... Oder nicht künstlicher, sondern naturgegebener Sauerstofflieferant. Den der Asteroid hier zur Verfügung stellt. Wir benötigen eine Nahrungsquelle. Das ist vollkommen richtig. Den stellen wir... Wir stellen es erstmal hier hin. Wir müssen erstmal gucken, dass wir relativ zentral bleiben. Das wird jetzt alles erstmal ein bisschen zusammengequetscht. Aber das kriegen wir aktuell erstmal nicht wirklich vermieden. So, da geht es auf jeden Fall auch nochmal runter. 1, 2, 3, 4. Jetzt nehmen wir natürlich eine Schicht weg, aber egal. So, bis dahinter, dann haben wir das schon mal. So, hier haben wir Sand drin, das ist schon mal sehr schön. Hier haben wir noch ein riesengroßes Algenvorkommen. Erde, Sand, Sandstein. Erde, Granit. Magmatit. Da haben wir Schleim, Schleim, Schleim. So, unsere Stromerzeugung reicht auf jeden Fall noch aus für das bisschen, was wir hier haben. Irgendwo müsste man da Stromnetz-Overlay. Das produziert 400 Watt. Das nimmt 120, das nimmt 120, das nimmt 60. Und das würde auch nochmal 120 nehmen. Das heißt, das wäre dann schon zu wenig, wenn das hier noch angeschlossen ist. Das heißt, wir müssten dann auf jeden Fall noch einen zweiten Generator bauen, um entsprechend vernünftig Strom erzeugen zu können. So, dann würde ich wahrscheinlich
sieht es denn aktuell mit dem Sauerstoff aus? Da oben ist auf jeden Fall schlecht. Würde ich wahrscheinlich hier unten nachher die Betten reinbauen. Hier muss ich auf jeden Fall aufpassen. Das Wasser steigt hier. Das war noch nicht so hoch. So, hier kann ich aber auf jeden Fall Ziegel drüber bauen. Und kann das hier abbauen. So, da oben läuft schon wieder so ein Viech. Also Attacke, weil die greifen unsere Leute an. Und bevor die unsere Leute angreifen, gucken wir, dass wir das Vieh platt machen. So, da ist das nämlich ja erledigt. 1, 2, 3, 4. Dann nehmen wir das nämlich auch noch weg. Aber was wir zuerst vielleicht priorisieren, ist den ganzen Spaß hier. Aus dem einfachen Grund, damit wir auch Betten mal langsam hinkriegen. Weil die möchten ja auch ein bisschen bequem schlafen und nicht einfach auf dem harten Steinboden. So, was sagt denn unsere Forschung? Wir haben scheinbar einen superschnellen Forscher hier dran. Wollen wir denn unsere einzelnen Leute hier? So, die ist eigentlich Hauptforscher hier. Jetzt weiß ich natürlich nicht, warum unser Bergarbeiter, der eigentlich der schlechteste Forscher von allen ist, keine Einrichtung zugewiesen. Soll er auch nicht. Beziehungsweise kann ich denn die gute Dame hier zuweisen? Wahrscheinlich geht das irgendwie. Nur die Frage ist, wie? So. Dann nehmen wir das mal raus und das mal raus, dass nur Lindsay am Forschen ist. Vielleicht geht das Ganze ja dann mal ein bisschen schneller von der Hand. Weil warum soll jemand, der Bergbauarbeiter ist, der eigentlich hier Gas gibt oder Gas geben sollte, warum soll der forschen? Das macht keinen Sinn. So, genauso haben wir doch irgendwo jemanden, der zumindest mittelprächtig kochen konnte. So, 0-0. Das heißt, ihr braucht schon mal gar nichts zu kochen, weil dann kommt am Ende nämlich total leckeres Zeug raus, was gar keiner möchte. So, was wir aber auf jeden Fall machen müssen. Ja. Wir brauchen definitiv noch. Wir bauen mal ein paar Batterien mehr, aber wir sehen schon, wir haben nicht genügend Ressourcen, um die Anlage fertig zu bauen. Deshalb wird das hier nämlich auch schon wieder grau. Und die Jungs pumpen hier schon wieder. Ja, man sieht's. Weil da überall kein Strom ist. Er ist einfach mal eingeschlafen. Auch nicht schlecht. Aber wir kriegen ja Gott sei Dank gleich unseren neuen Duplikanten und dann hoffen wir mal, dass das Ganze ein bisschen flotter von der Sohle geht. So, noch zwei. Dann geben wir mal ein bisschen Gas hier. Damit wir unseren, naja, da hat man es gerade gesehen,
die Jungs haben keinen Sauerstoff oder nur unzureichend Sauerstoff. Was natürlich logisch ist, wenn wir... Was natürlich... Die haben nur keinen Strom. Ich wollte gerade sagen, es kann natürlich auch gut möglich sein, dass sie keine Algen mehr haben. Wobei, da liegen noch ein paar Algen rum. Weil dann können die Anlagen auch nicht befüllen. So, da ist unser neuer Duplikant. Zack. So, Medizin 7, basteln. Athlet. Der hat eine höhere Bewegungsgeschwindigkeit. So, wir brauchen aber... Basteln. Beim Benutzen von Maschinen. Der ist gleichzeitig auch ein Arzt. Trypophobie. Ist was? Kann ich graben? Ja, brauchst du auch nicht. Dann bist du doch der perfekte Typ. Du kannst kochen und du kannst Maschinen bedienen. Ja, wunderbar. Und er springt auch direkt in unseren Generator. Das passt doch. So, Stromkabel. Einmal bis nach vorne ziehen. Alles miteinander verbinden. Zack, zack. Und dann gehen wir direkt an unser anderes Stromnetz ran. Damit das komplett zusammengelegt ist. Oh, da unten ist natürlich der Sauerstoff extrem bescheiden. Das ist natürlich 1, 2, 3, 4. Okay, das passt. Dann werden wir da unten wahrscheinlich nämlich noch einen Algen- bzw. einen Sauerstoffgenerator noch hinbauen müssen, weil wenn die Jungs da unten schlafen sollen, ist das, glaube ich, nicht ganz förderlich, wenn die da keinen Sauerstoff haben. So, jetzt haben wir hier oben das aufgemacht. Genau, wo die verschmutzte Luft war und dementsprechend ist da natürlich jetzt auch die Luft schlecht. Da ist die Fähigkeit verbessert worden. Stufe 1 bei der Athletik. Da oben hüpft noch so ein Vieh rum. Kommst du runter oder bleibst du da oben? Da ist einer runtergefallen. Ja, ich müsste eigentlich noch mehr Sauerstoff produzieren. Das heißt, ich muss eigentlich noch... Was brauche ich denn dafür? Rohmaterial. 200 Kilo. Der springt da oben aber ein bisschen wild. Ach so, und das sind Gramm. Zwischen Gramm und Kilo, okay. Tja, Jungs, man müsste wohl oder übel... erstmal ein bisschen buddeln. Damit da wieder neues Material rankommt. Auch wenn ihr da leider Gottes in die... Nein, nicht da unten. Schlafen die hier? Naja gut, es ist doch noch Sauerstoff da. Ich wollte gerade sagen, schlafen die natürlich da unten, wo kein Sauerstoff ist. Das wäre jetzt natürlich nicht schön, weil die können natürlich auch sterben. Und das sollen sie ja nicht. Logischerweise wird es auch immer schwerer, je mehr hinterher dazukommen. Forschung abgeschlossen. Halt! Nicht so schnell. So. Dann schalten wir direkt schon mal unseren Supercomputer mit dazu. So. Hier haben wir so nette Ausrufezeichen. Das heißt, da ist immer was dazugekommen durch unsere Forschung. Hier zum Beispiel das Algenterrarium. Wandelt Kohlenstoffdioxid, mein Gott.
Heute ist wirklich nicht mein Tag. In etwas Sauerstoff um. So, hier haben wir zum Beispiel... Haben wir hier Kohlenstoffdioxid. Hier unten auch. Das heißt, wir können da... ein bisschen was hinmachen, damit wir ein bisschen... die Sauerstoffqualität verbessern. So, wenn das hier unten steht. Hex, Hex. Beschleunige das Ganze mal ein bisschen. So, dann sollte man da eigentlich zumindest ein bisschen eine Verbesserung sehen. Man sieht es auch. Es wird etwas weniger rot. Es wird natürlich jetzt wieder mehr. Aber es ist schon definitiv weniger rot hier. Das heißt, die Luft zum Atmen wird besser und wird mehr. Oh, der hat Wasser geholt. Zack. Dann kriegt er nämlich auch noch Wasser. So, warum forscht aber keiner? Aha, jetzt ist jemand am Forschen. Das ist zwar auch wieder nicht der Richtige, aber okay. So, wie sieht es denn hier aus mit unserem Sauerstoff? Nicht wirklich super, aber immerhin. So, dann bauen wir hier nämlich ein Feldbett. Feldbett. Feldbett, so. Damit ihr euch auch wohlfühlt. Zack. Gibt's da... ein wenig zusätzlichen Sauerstoff. Wir wollen ja nicht, dass die Jungs einfach im Schlaf einfach mal umfallen. So, da war die Luft eigentlich ganz gut. Das heißt, wir brauchen schon wieder Rohmaterial. Oh, was ist denn los? Warum sind denn die Jungs so schnell mit dem Rohmaterial am Verbrauchen hier? Rohmaterial. Das ist Erde, das ist Filtermaterial, also müssen wir da wohl oder übel das ist schon wieder Filtermaterial so, wir gehen erstmal nur beziehungsweise wir brechen es ab, was ist das? Kohlenstoffdioxid. Das sollte aber eigentlich auf die Größe nicht so wahnsinnig viel machen. Beziehungsweise auf die Gesamtlänge. So, zack. Ja, nicht ernten, war es ja alles gut. Abbrechen und ernten. Da ist schon wieder der Strom schon wieder leer. Müssen wir da mal ein bisschen Gas geben. Dann müssen wir das leider erstmal runterschrauben hier. Ach, da ist ja noch gar kein Boden drin. Ja, dann... sollte aber wenigstens der Boden gleich eingezogen werden. Weil das ist auf jeden Fall nicht gut, wenn jedes Mal der Strom ausfällt. Dann fallen nämlich auch jedes Mal unsere... oder fällt jedes Mal die Sauerstoffproduktion aus. So. Ja, man sieht es auch direkt. Es wird nämlich direkt schon wieder... schlechte Luft. Und was wir auf jeden Fall brauchen, ist was zu essen. Wir können aber das nicht bauen, weil wir noch gar keine oder nicht mehr genügend Rohmaterial haben. So, hier oben lang kann ich nicht oder nur bis zu einer bestimmten Grenze, weil da steht jede Menge Wasser drin.
wo haben wir denn hier noch Rohmaterial? Das ist alles Rohmaterial. Dann werde ich wohl oder übel da wahrscheinlich gleich mal nach oben gehen müssen. So, das raus. Dann gibt's da die... Und dann passt das doch schon mal wieder perfekt dahin. Eins, zwei, drei, vier. So. Das wird aber auf jeden Fall erstmal dauern. Wie sind die Leiter noch nicht mal fertig gebaut hier? Aber Jungs, irgendeiner muss aber auf jeden Fall für Strom sorgen hier. Irgendeiner muss hier für Strom sorgen. Und das ganz dringend. Weil das ist zwar schön, dass hier jetzt da unten alle... Aha, da zumindest ist jetzt einer dabei. So, hier unten ist es schön kalt. Da würde auf jeden Fall schon mal... eine Pflanze schon mal sehr gut wachsen. Weil die Pflanzen brauchen nämlich eine gewisse Temperatur. So, das bauen wir jetzt auch schon mal direkt rein. Zack. Da fällt uns ein bisschen was auf die Decke. Was erstmal nicht so dramatisch ist. Nur ich muss aufpassen, dass das Wasser da nicht nach unten durchsickert. In 1,7 Zyklen. Ja, und da ist nämlich die Luft da unten nämlich schon wieder extrem bescheiden. Weil unsere Sauerstoffproduktion hier nicht wirklich funktioniert. Generator inaktiv. Batterieladeschwelle 50%. Tja. Die sind aber mehr als nur 50%. Die sind quasi null. So, ich baue das Ganze mal aus. Aber zieh dann mal vorsichtshalber direkt noch eine Decke hier rein. Nicht, dass uns da gleich das Wasser da unten drin steht, weil dann haben wir nämlich auf jeden Fall ein ganz großes Problem. So, zumindest laufen jetzt wieder. Läuft die Sauerstoffproduktion wieder. Ja, ihr seid eigentlich schon viel zu weit hinten, um anständig Sauerstoff zu kriegen. Das heißt, wir gucken mal. Dass wir unsere Sauerstoffproduktion hier unten ein bisschen ankurbeln. Auf 9, okay. So, was ist hier oben los? Warum ist hier oben so viel Kohlendioxid drin? Irgendwie dauert die Forschung gerade extrem lange. Wir haben gerade mal 5 lächerliche Einheiten von 15.
So, dann sollte da oben eigentlich. Ah, nicht atembar, aber aus Kohlenstoffdioxid. Kohlenstoffdioxid, der sollte das eigentlich umwandeln. Zu wenig Wasser. So, da kommt Wasser. Algen brauche auch. Aha. Wieso steht hier aber noch Warte auf Materiallieferung? Wasser 200 Kilo. Warum liefert er denn nicht einfach? Ist schon wieder ein Stein runtergekommen. Da auch. So wirklich doll ist aber hier die Luft nicht. Dann machen wir das doch folgendermaßen. Gehen wir da einfach auf die 5 runter. Eins, zwei, drei, vier. Da steht wieder so eine schöne Pflanze dazwischen. Dann werden wir da wohl oder übel erstmal noch ein bisschen Algen brauchen. Ah, man sieht aber, sobald das Ding läuft, es ist zwar nicht super mit der Luft, aber es ist schon deutlich besser. Und wenn wir hier durchkommen, haben wir hier eine super. Oh, keine Forschung. Tatsächlich bist du schon fertig. Das ist ja. Das ist ja fantastisch. So. Tja, auf was gehen wir nun? Ich würde sagen, wir gehen. Brauchen oder können wir nicht, weil wir noch gar keinen Supercomputer dastehen. Also müssen wir erstmal die Standardprozedur nehmen. Schmeißen wir hier unseren Supercomputer hin. Dann brauchen wir aber noch jemanden, der vernünftig. Ah, da zählen die Sekunden runter. Jetzt haben wir hier zwar. Ich habe noch nicht mal. Mir fällt gerade auf. Ich habe noch nicht mal eine anständige Nahrungsproduktion hier. Die Tür scheint auch noch nicht zu stehen. Ich habe noch nicht mal einen Kompost. Doch, Kompost kann ich doch bauen. Ah, langsam. So. So. Graben ist zwar schön, aber nein. Stärke. Trag. Und das ist ein Schna auch ein Schnarcher. Boah, ist doch. Das Problem ist bei den Schnarchern, dass er die anderen nachts wach macht. Magen aus Stahl, der ignoriert den Effekt. Tja, ich nehme aber dich, dann kriegst du halt ein separiertes Bett. Dann ist das halt so. So. 23,5 Grad. Wie viel darfst du haben? Oh, bis 23. Na toll. Dann müssen wir halt die normalen Pflanzen hier anbauen. Müssen wir schauen, wo wir dann hinterher den Dornblütensamen hingezaubert bekommen. Aber erstmal, zumindest erstmal ein wenig anpflanzen, damit wir.
bisschen Nahrung dahin kriegen. So. Da oben würde ich dann den Elektrogrill kriegen. Aber wir machen erstmal den normalen Nahrungsmittel. Ja, das Ding ist voll. So. Ah, da ist mein Kompost. Den habe ich gesucht. So, bitte ganz schnell den Komposter hier bauen. Damit ihr die Toilette anständig frei machen könnt. Sonst gibt's ein Problem. So, Algen sollten wir jetzt erstmal wieder genug haben. Hier sind überall noch Algen. Sagt unser Sauerstoff. Der sieht soweit auch super aus. Wasserstoff, nicht atembar. Das ist Granit. Obsidian. Da ist noch Kupfer. Ja, jetzt haben wir erstmal wieder 3300 Kilo Rohmaterial. Das sollte ja erstmal reichen. Dann können sich die Jungs ja jetzt vielleicht mal anderen Dingen widmen. So, Stress haben die Jungs auch schon ganz schön. Stinky hat am meisten Stress. Wo ist Stinky? Da ist Stinky. Stinky schläft schon. So. Leichte Verletzung und dreckig. Ja, ich kann leider noch kein Waschbecken bauen. Das sei mir noch nicht gegönnt. Habe ich aber auch, glaube ich, noch nicht vor. Ne. So, hier sind die Automatismen drin. Ich möchte aber nach dem gerne erstmal da oben hin. Und dann in Richtung Kühlschrank, damit die Nahrung entsprechend nicht schlecht wird. Außer Betrieb benötigt Leerung. Ja, dann machen wir doch da mal die Priorität auch mit hoch. Damit die Jungs aufs Klo können und die Mädels. So, mach das Ding nur jetzt mal einer leer. Weil wie man da so schön sehen kann, ist der Pfeil immer noch am Anschlag. Muss regelmäßig entfernt werden, verschmutzte Erde, ja, das ist klar. So, was ist mit unserem Mikrobenmatscher? Damit wir mal ein bisschen Nahrung hier zusammenkriegen. Auch wenn es bescheidene Nahrung ist. Kolonie benötigt Waschbecken, ja. Würde ich euch alles geben, wenn ich es denn könnte. So, es gibt erstmal einen Matschriegel. Weil mehr kann ich im Moment den Jungs leider nicht bieten. So, die Forschung ist auch schon fertig. Waschbecken. Wo haben wir dich denn? Wo gibt's das Waschbecken? Das ist Luftfilterhygiene. Da ist, glaube ich, Toilette, Dusche, Waschbecken. Dann müssen wir leider ja erstmal den Weg einschlagen. Den wollte ich zwar nicht einschlagen, aber okay. Es nützt ja nichts. Hä? Ach, jetzt habe ich zweimal das Ding gebaut. Brauche ich doch gar nicht. Dann brech das doch einfach mal ab hier. Oh. So,
So, da kann ich jetzt die großen Batterien auch hinsetzen. Da möchte ich sie eigentlich nicht hinsetzen. Und dann buddeln wir mal gerade da ein bisschen was frei. Zweimal die Fähigkeit verbessert. Einmal basteln und einmal Athletik. So, in zwei Zyklen kommt unser nächster Duplikant. So, da packen wir direkt schon mal zwei Stück hin. Verbinden wir die sofort. So, hier wird das Wasser nämlich. Wo ist da? Ah, nicht verfügbar, verschüttet. Oder muss ich das wegräumen? Scheinbar, ne? So, und das kann ich wahrscheinlich nicht wegräumen, weil ich habe so ein schönes Lager. Schönes Lagerding. Buchsgedings hier nicht. Jetzt muss ich das erstmal ganz fix bauen. Damit die Jungs das wegräumen können. So, klong, klong. So, alles. Ne, dann machen wir in das erste machen wir nur Organisches. Blöd, beziehungsweise ich mache es ganz anders. Mache in die ersten beiden, machen wir nur Organisches. Und in die hinteren gibt es kein Organisches. Zack. Lassen wir mal wieder ein bisschen Gas geben. Das ist genau das, was ich meine. Weil der Kollege hier unten voll Lotte am Schnarchen ist. Deshalb muss ich da gleich das Bettchen weiter wegstellen, damit der nicht mehr in diesem Radius drin ist und damit den Jungs nicht mehr den Schlaf raubt. So, da auch alles außer Organisches. Und dann räumt er hier mal den ganzen Müll schon mal weg. Oh, das dauert auf jeden Fall. Weil da liegt nämlich jede Menge schöne Sachen rum. So. Jetzt ist die Frage. Es reicht mit Sicherheit nicht, wenn ich so eine Tür da reinmache. Ja, ja, Maschine für. Ach, da. Und deshalb. Es liegt noch nicht mal an dem. Es liegt noch nicht mal an dem eigentlichen Zeug, was da alles rumliegt, sondern es liegt mit Sicherheit an dem Steinchen hier. Wenn sie das gleich weggeräumt haben. Ja, räumt doch jetzt mal das Steinchen hier weg. Weil hier vorne liegt ja nichts mehr, also. Genau. Axt daran. Alles klar. So, wer ist denn jetzt unser Schnarcher gewesen hier? Kann ich das irgendwo sehen? Stress, Stress, Stress. Ernährung, damit kann ich einstellen. Was? Da muss ich gleich schauen, wer unser Stresstyp ist. Oh, 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 oh. Shh.
HAD. Zu viel Flüssigkeit. Das ist nämlich genau das, was ich nämlich gedacht habe. Und jetzt kommt da auch noch so ein. Greif. Wollte gerade sagen, greifst du wohl das Vieh an? Es läuft nämlich alles jetzt schön darunter. Genau das wollte ich eigentlich vermeiden, indem ich da die Wand dazwischen reinziehe. Aber wie es aussieht, hat das natürlich wieder super funktioniert. Weil in dem Moment, wo der das mit Sicherheit wegmacht, läuft's nach. Und das ist das Problem, was wir haben. So, müssen wir den ganzen Spaß schon wieder aufwischen hier. Ist hier noch irgendwo was dazwischen? Nö, ne? Nö. Aber genau das, was ich gesagt habe. Sobald die da oben das wegnehmen, kommt wieder Wasser nach. Dann machen wir das erstmal so. Warum läuft denn da Wasser noch nach? Oh, jetzt läuft das auch darüber. Ah! Mach mal da ganz schnell ein Loch rein, damit es da abfließen kann. Jetzt gehen die auch noch schlafen. So. Du bist Schnarcher. Dann gehst du mal nach da hinten, bitte. Naja, jetzt nicht, aber dann nachher. Aha, ich hab's geahnt. Hilfe, Hilfe, wir ertrinken. So. Genau, man kann das da nämlich jetzt runterlaufen, da soll es mir erstmal egal sein. Da, der ist hier am Dauerschrubben, so wie es aussieht. Dann mach's dir doch ganz einfach, Jung. Zerlegst du das Ding da einfach. Und dann müsste das doch eigentlich auch darunter laufen, wenn noch was nachkommt. Mal gucken. Können wir das nicht sogar jetzt beeinflussen hier, dass das da einfach abläuft? Und dann legen wir uns so einen kleinen künstlichen See hier unten an. Schmutzwurzel. Alles noch ein bisschen sehr chaotisch hier, aber okay. Ist für das erste Game war das eigentlich auch nicht wirklich anders zu erwarten. Aber an der Stelle machen wir erstmal einen Cut. Speichern das Ganze. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Und dann geht's an der Stelle weiter. Dann hoffentlich, dass das Ganze dann ein wenig besser wird. Wir haben aktuell 5 Duplikanten. Das sollte mit denen eigentlich, sollte das funktionieren. Und das Ganze sehen wir dann beim nächsten Mal. Und dann sage ich bis hierhin erstmal danke fürs Zuschauen und ich wünsche euch eine gute Nacht. Alles weitere auf meinem Kanal oder auf der Facebook-Seite. Bis dahin, ciao!